Es hat sich was verändert an der Wall Street und damit für die Aktienmärkte weltweit, wenn man so will, denn in der Vorwoche und auch heute Morgen noch, da stand Donald Trump im Zentrum aller Aufmerksamkeit. Wie geht es dem Präsidenten? Geht es schlecht? Geht es gut? Etc. Dementsprechend die Marktbewegungen. Aber heute Morgen respektive am Sonntag, späte US-Zeit, da gab es einen kleinen Gamechanger, denn Wahlumfragen wurden veröffentlicht und die weisen so eindeutig Richtung Joe Biden, dass die Wall Street sich sagt, na, ist doch super, ist doch eigentlich gar nicht so wichtig, wer US-Präsident wird, ob Biden oder eben Trump, sondern entscheidend ist, dass es ein klares Ergebnis ist und diese Umfragen, die zeigten ein so klares Ergebnis in Richtung Biden und plötzlich haben wir einen neuen Bull Case, wie hier Bloomberg etwa titelt, a clear cut Biden is emerging bull case for stocks. Also die klare Führung von Joe Biden ist praktisch jetzt der neue Bull Case für die Aktienmärkte, weil man sich sagt, Hauptsache, wir haben dann eine klare Situation und der Verlierer wird diese Wahl nicht anzweifeln. Donald Trump hat ja immer wieder gesagt, naja, gucken wir mal, wie es ist. Und damit sich ganz klar die Tür offen gelassen, doch die Wahl anzufechten, juristisch anzufechten, zu sagen, da ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Aber dann hier Umfragen, die eben zeigen, Biden führt in Arizona, das hatte Trump noch bei der Wahl 2016 gewonnen. Er führt in Florida, er führt selbst in Georgia, da hatte Trump noch mit 5,2% Vorsprung gewonnen. Er führt vor allem sehr klar in Michigan, das war auch ein Staat, den Donald Trump hauchdünn gewonnen hatte bei der letzten US-Wahl. Das sind so diese kleinen Gamechanger. Gewinnst du diesen Staat oder verlierst du ihn ganz knapp, dann kannst du durchaus eine Wahl gewinnen oder eben verlieren. Minnesota klar jetzt für Biden, aber vor allem auch Ohio sogar jetzt, das war ja immer der Bundesstaat, der immer für den aktuellen Präsidenten gestimmt hat. Also wer Ohio gewonnen hat, hat immer die Wahl gewonnen. Noch wichtiger aber vielleicht Pennsylvania. Dort ein sehr, sehr klarer Vorsprung angeblich. Denn es gibt Kritik an diesen Umfragen, in dem gesagt wird und gezeigt wird, naja, da werden ja deutlich mehr Sympathisanten der Demokraten als der Republikaner befragt. Man muss also solche Umfragen durchaus noch mit einer Prise Vorsicht betrachten. Die Trump-Anhänger sagen ja sowieso, in jeder Umfrage, in der Trump nicht führt, ist sozusagen Fake News. Aber das Problem ist klar, man hat sich 2016 geirrt. Da hat Clinton ja klar vorne gelegen in den Umfragen, wenn auch knapp letztendlich. Und Trump hat die Wahl gewonnen. Aber es ist eben so, wie vielleicht im Fußball, Hoffenheim gewinnt auch nicht immer 4:1 gegen Bayern. Und wenn ich sage, ja, aber letztes Mal hat Hoffenheim 4:1 gegen Bayern gewonnen, dann heißt das nicht, dass man jetzt wieder 4:1 gegen Bayern gewinnt im nächsten Spiel. Das sei vielleicht den Trump-Sympathisanten einmal gesagt. Aber sei es drum, schauen wir uns mal die Geschichte weiter an. Was würde das bedeuten? Wir sehen hier nämlich zunächst mal das, was die großen Tech-Player an Steuern bezahlt haben. Und da sehen wir zum Beispiel kleine Ausrutscher hier in der Mitte um und bei. Da ist Microsoft mal mit richtig vielen Steuern, aber das waren Sonderzahlungen. Ansonsten sehen wir, dass diese großen Tech-Konzerne in der Regel ziemlich deutlich unter den durchschnittlichen Steueraufkommen der S&P 500 Unternehmen liegen. Und würde Biden jetzt wirklich so klar gewinnen, wie die Umfragen sagen, also praktisch auch den Senat jetzt zurückholen, Abgeordnetenhaus hat man ja schon, und auch den Präsidenten stellen, dann wäre das für diese Unternehmen durchaus ein Problem, denn wir sehen, dass hier eben vor allem die Firmen ein Problem haben oder höhere Steuern zahlen müssten, genauer gesagt, die aus dem Bereich Communication Services kommen, aus dem Bereich Consumer Discretionary, da zählt eine Amazon dazu, oder auch Information Technology, da zählen eben viele der großen Tech-Werte dazu. Wir sehen also, das würde deren Marge deutlich senken. Dementsprechend ist die Frage, ob Tech vielleicht angesichts dieser Prognose, dass Biden die Wahl gewinnt und sehr klar gewinnt, nicht wirklich die beste Option ist, die jetzt. Wir hatten ja am Freitag gesehen, dass der Gesamtmarkt sich gut gehalten hat. S&P, Dow Jones, auch der Russell vor allem, aber die Tech-Werte abgeschmiert sind. Heute so ein bisschen anders, da sind die Tech-Werte wieder mit vorne dabei. Aber die Frage ist eben, wie lange bleibt das so? Energy würde übrigens am wenigsten einbüßen, also die Energiewerte, die ja so stark verprügelt worden sind und die möglicherweise jetzt vor einem Comeback stehen. Allerdings natürlich würde Biden eher grüne Technologie fördern als eben Donald Trump, die herkömmliche, die klassische Technologie. Kommen wir doch mal zu Trump, der ja bis heute Morgen das Geschehen so deutlich bestimmt hat. Der wollte eigentlich schon am Sonntag entlassen werden aus dem Krankenhaus, einfach um wieder in den Wahlkampf aktiver einzusteigen.
einzugreifen, aber dann haben die Ärzte gesagt, nicht so gute Idee, und dann hat man als Kompromiss, wie sich jetzt wohl rausgestellt hat, ausgehandelt, okay, dann machen wir diesen Corso, fahren wir durch die Anhänger, damit wir da auch gute Bilder erzeugen können, und das war sozusagen die Kompromisslösung, auf die man sich dann geeinigt hat, und das hat heute Morgen durchaus geholfen. Wir sehen, als die Meldung kam, Trump könnte von frühzeitig entlassen werden, am heutigen Montag entlassen werden, bisher ist davon noch keine Rede, aber schauen wir mal, da ging es nach oben. Und wir sind um und bei dann da gewesen, wo wir eigentlich gewesen sind, als diese Positivmeldung kam, positiv im Sinne des Corona-Testes für Donald Trump, hatten also diese Verluste wieder wettgemacht. Und möglicherweise spielt es jetzt nur eine noch untergeordnete Rolle, wie schnell sich Trump erholt, wie die Geschichte jetzt abläuft. Jedenfalls sehen wir auf der anderen Seite, dass immer mehr Leute, die bei diesem Treffen im Rosengarten vor dem Weißen Haus dabei waren, als man ja sich geeinigt hat, nochmal Amy Barrett, diese Richterin, diese Supreme Court Richterin mit sehr konservativer Tendenz, pushen zu wollen. Von diesen knapp über 100 Leuten sind jetzt praktisch 30 schon infiziert. Die letzte jetzt heute vor einer Stunde in etwa, die Pressesprecherin von Donald Trump, positiv getestet. Aber jetzt sehen wir, dass Donald Trump eine regelrechte Twitter-Salve heute rausgehauen hat. Hier wird zum Beispiel jemand zitiert, der sagt, ja, mein Vater war Gewerkschafter, aber jetzt wähle ich Donald Trump. Und hier dann der interessante Satz, den Trump hier schreibt, oder eine Redaktion. Wir werden gleich noch mehr Tweets von Donald Trump sehen. Und die Frage ist, hat er die selber geschrieben? Oder da gibt es ja Leute, die durchaus auch die Redaktion für diesen Twitter-Kanal machen. Dementsprechend nicht klar, ob wirklich das ein Zeichen ist, ob es Trump besser geht, weil er einen Tweet nach dem anderen raushaut. Aber hier schreibt er nochmal, ja, Stock Market is getting ready to break its all-time highs. Also er wirbt jetzt wieder mit den neuen Allzeithochs und schreibt dann, ja, wenn ihr massive Steuererhebungen haben wollt, dann müsst ihr eben die Demokraten wählen. Wenn ihr Jobverluste haben wollt, dann müsst ihr die Demokraten wählen. Und hier sehen wir diese Twitter-Salve. Das ist wirklich bum, 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 bum. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie hier die Tweets rausgehauen wurden. Vielleicht eine Reaktion eben auf diese doch sehr unangenehmen Umfrageergebnisse, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, die eben klar zeigen, dass Donald Trump momentan ein Problem hat, wenn diese Umfragen stimmen. Wie gesagt, die Kritik daran ist, dass mehr Demokraten befragt worden sind als Republikaner. Aber ich denke schon, dass wir da tendenziell doch eine Führung von Joe Biden haben, die wird nicht komplett an den Haaren herbeigezogen worden sein. Und dann nochmal ein Tweet, Stock Market Highs, Vote, also wenn du mich wählst, dann gibt es neue Aktien, Höchststände. Und der zweite Grund für die gute Stimmung heute an der Wall Street, wie für die Aktienmärkte insgesamt, ist diese untere Story hier mit Meadows. Und der nochmal sagt, ja, okay, wir nähern uns an mit den Demokraten. Also es ist die Stimulus-Hoffnung, die hier zuschlägt. Das ist für die Wall Street wahrscheinlich sogar wichtiger als das, was mit Donald Trump passiert. Denn da würden neue Schecks kommen, da würden Billionen wieder reinfließen. Die Frage ist, wie viel denn eigentlich? Und noch ist man ja ein bisschen auseinander, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass der Stimulus-Optimismus wieder mal gespielt wird. Jede Headline, die da kommt, die nicht ganz schlimm ist, die wird sofort gekauft. Ändert ja langfristig nichts. Die Amerikaner haben ein strukturelles Problem, sind im Niedergang, wenn man so will. Es ist eine immense Verschuldung. Es ist sozusagen eine Abwehrschlacht gegen den Abstieg, indem man immer mehr Schulden aufnimmt, immer mehr im Prinzip die Leute durchfüttern muss. Anders geht es gar nicht mehr. Und dementsprechend ist das natürlich auch eine Agenda, die da manche Leute verfolgen. Die Algos springen richtig drauf. Und hier sehen wir, es fehlt ja noch ein bisschen was für eine Einigung in Sachen Stimulus. Die Republikaner, respektive die Trump-Administration, hat gesagt, okay, maximal 1,5 Billionen. Die Demokraten sagen, unter 2,2 machen wir es nicht, und die Differenz sind 700 Milliarden Dollar. Und hier bemerkte Biesburg, dass das genau die Differenz ist, mit der damals die Fed die Banken gerettet hat im sogenannten
TARP-Programm, Troubled Asset Relief Program. Da hat man zum Beispiel GM, AIG und auch die Citigroup rausgeholt aus dem extremen Schlamassel. Da hat man 700 Milliarden Dollar reingepumpt, respektive hat das 2008 beschlossen und gesagt, okay, bis zu 700 Milliarden Dollar könnten es werden. Das Ganze war dann 2014 abgeschlossen. Jedenfalls ist das die Differenz, die jetzt eigentlich noch fehlt zwischen den Demokraten und den Republikanern. Wir sehen, um welche Summen es jetzt geht in den Verhandlungspositionen. Das war damals ein Riesending, diese 700 Milliarden. Heutzutage ist das nur noch ein Fliegenschiss sozusagen. Das zeigt die Dimensionierung der Schuldenblase, die hier weitergeht. Jetzt ist nur das kleine Problemchen mit diesem Stimulus. Wie soll das denn eigentlich jetzt beschlossen werden? Denn wie wir wissen, haben immer mehr Abgeordnete Corona, auch in den USA, die im Senat sitzen. Die können jetzt eigentlich nicht erscheinen. Das wird unter Quarantänevoraussetzungen nicht gehen. Nun ist es aber so, dass die Abstimmungen Präsenzabstimmungen sind. Das heißt, man muss da erscheinen. Man kann nicht über Zoom voten oder irgendwie so. Das würde bedeuten, wenn diese Herrschaften, die sich jetzt infiziert haben und im Senat sitzen und der Republikanischen Partei angehören, die können so oder so nicht vor dem 19. Oktober abstimmen, selbst wenn sich Pelosi und Mnuchin oder Meadows oder wer auch immer jetzt auf etwas einigen würden, dann müsste das erst durch das Abgeordnetenhaus durch und müsste dann eben durch den Senat durch. Da sind also noch viele Hürden. Dieser Stimulus ist irgendwie von den Märkten schon als sichere Sache eingepreist, hat man das Gefühl. Aber das könnte noch ziemlich tricky werden, genauso wie die Wahl noch ziemlich tricky werden kann. Es ist noch lange nicht sicher nach meiner Auffassung, dass wir nicht doch ein ganz, ganz knappes Rennen haben mit Anfechtungen dann nach der Wahl. Das ist eben noch lange nicht entschieden. Und wir sehen, dass natürlich diese Headlines jetzt diese Kaufeuphorie erzeugen. Mohammed El-Erdian sagte auch, ja, das vergrößert natürlich den Disconnect, die Entkoppelung zwischen der Realwirtschaft und den Märkten. Wir sehen weiter Massenentlassungen. Wir sehen eine nach wie vor eher schwierige Situation, obwohl wir heute den ISM-Index Dienstleistung sehr stark gesehen haben. Aber die Amerikaner sind nicht out of the woods, nicht sozusagen aus dem Wald raus, nicht aus dem Gröbsten raus, könnte man sagen. Das sieht man hier schon, wie sich die Leute vorbereiten auf das, was möglicherweise kommt. Wir sehen die Waffenverkäufe in den USA schießen nach oben geradezu. Man will sich offenkundig wappnen für ein eher ungünstiges Szenario, wenn es denn kommen sollte, nämlich dass es zu massiven Ausschreitungen kommt im Gefolge der US-Wahl. Das sagt die Wall Street, wird ja nicht passieren, weil Biden so eindeutig gewinnt, dass die anderen dann schön stillhalten. Da bin ich mir nicht so sicher. Also das wird noch eine lustige Geschichte. Und dann interessant auch, dass wir zwar jetzt die Rallye an den Aktienmärkten sehen, aber zum Beispiel die Junk Bonds, also High Yield Bonds, die machen das überhaupt nicht so wirklich mit. Die sind eher nach wie vor ein bisschen depressiv, könnte man sagen. Und normalerweise müssten die eigentlich mitlaufen. Credit ist normalerweise durchaus ein Indikator für das, was kommt. Also die Kreditmärkte jedenfalls sehen das nicht so super entspannt wie die Wall Street. Mal sehen, wer recht behält. Das werden wir erst in einiger Zeit wissen. Jedenfalls sind da einige Annahmen in den Märkten, die man im Mindesten hinterfragen kann, ob die so stimmen. Wir werden sehen, ob sie stimmen, aber es wird derzeit eben gespielt und ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und sage Servus und ciao.